Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Heute für euch dabei Glühwein. Natürlich nicht, aber Weihnachten steht kurz bevor, unschwer zu erkennen. Zu Hause habt ihr bestimmt schon gehört, Schatz, kannst du mir bitte von oben die Weihnachtsdeko runterholen? Ihr habt euch ein Loch im Bauch gefreut für Kisten schleppen. Ich hau dann immer schön ab, gehe zum Gartencenter und kaufe mir den typischen Weihnachtsstern. Meiner Meinung nach eine viel bessere Alternative. Beim Einkaufen müsst ihr schon darauf aufpassen, dass er vom Laub her recht dicht ist, schön grün. Die Erde sollte noch feucht sein. Vom Standort im Laden auf gar keinen Fall darf der draußen stehen, dann könnt ihr direkt weiterfahren. Der hält keine 2 Stunden. Genauso nicht im Eingangsbereich, da werden die oft beworben. La, 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 la. Sternsinger. Ist für einen Weihnachtsstern absolut nicht zuträglich, wenn er in der Zugluft steht. Die beiden Aspekte könnt ihr auch schon direkt mitnehmen für nach Hause. Keine Zugluft und ordentliche Temperatur. Soll heißen 15 bis 22 Grad. Nochmal, nach innen, nicht nach außen. Direkt über einer Heizung sollte der auch nicht stehen. Da habt ihr die thermische Luft, die nach oben geht. Das tut dem auch nicht gut. Und ansonsten, das größte Problem ist ja eigentlich immer, der ist nach 2 Tagen kaputt. Warum? Im Regelfall falsch gegossen. Tränkt die Töpfe ein, lasst das Wasser ordentlich ablaufen, bis wirklich nichts mehr aus dem Topf kommt. Stellt den dann wieder in den Übertopf. Dann habt ihr auch lange Freude an dem Ding. Und werdet vielleicht sogar bemerken, dass der bis nach Weihnachten hält. Irgendwann würde der sich dann wieder grün verfärben. Das liegt daran, das ist eine Kurztagspflanze. Das heißt, die muss 12 Stunden Dunkelheit am Tag haben, um diese Hochblätter auszufärben. Die meisten sagen, das ist die Blüte. Stimmt gar nicht. Das sind Hochblätter, sogenannte Brakteen. Nicht zu verwechseln mit Kakteen. Au, spitz. Die Blüte an sich ist hier in der Mitte sehr unscheinbar. Ansonsten von den Weihnachtssternen, Arten her gibt es ohne Ende in groß, in klein, die absolut abgefahrensten Farben mit Glitter, mit Schnee, in groß, in klein, als Schnitt, als Busch und Dude sogar gefärbte. Die sind schon wirklich sehr schrill, also da kann sich wirklich jeder austoben. Somit habt ihr mit Weihnachtsstern extrem viel Spaß. Ich hole mir den nächsten Glühwein und bin da mal raus. Ciao.